Hallo und herzlich willkommen zurück zu der Sims 4 Girls WG. Liebe Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu einer neuen Folge Girls WG. Und wir befinden uns im Chaos mal wieder, denn sie ist magisch, magisch. Sie ist so magisch, sie verzaubert uns. Das war richtig cringe. So, auf jeden Fall wollen wir sie so ein bisschen umstylen, weil wir brauchen irgendwie ein Outfit für diese Hexensache. Wir haben ja nur dieses eine Outfit, das trifft sich eigentlich ganz gut, denn dann können wir das eine Outfit behalten und das andere nicht. Da machen wir dann quasi ein neues Outfit und irgendwas, was so ein bisschen hexenmäßig ist, aber auch nicht zu sehr. Also es muss so eine gute Mischung sein. Deswegen gebe ich jetzt erstmal bei der Klamottenwahl Packs ein. Und zwar, wie hieß es denn nochmal? War, glaube ich, ein Gameplay-Pack, oder? Vampir war es nicht. Reich der Magie, das war's. Genau, also da gibt es nicht viele. Sehe ich gerade. Guck mal bei Kombinationen. Ach, jetzt muss ich das jedes Mal wieder anklicken. Das ist auch manchmal ätzend. Ich verstehe gar nicht, warum man das nicht direkt so lassen kann. Aber gut. So, da gibt es das. Das ist... Das könnte auch aus einem anderen Pack kommen. Das ist ganz süß eigentlich. Das finde ich eigentlich ganz süß. Das ist so ein kleines Kleidchen. Was aber auch irgendwie zu ihr passt. Meine Nase juckt so unglaublich doll. Ich glaube, es gibt Geld, Freunde. Sagt meine Mutter immer. Das finde ich eigentlich ganz süß. Das gefällt mir schon. Ich guck mal weiter. Das finde ich auch niedlich. Kann sie halt auch gut tragen, aber es sieht halt nicht so hexisch aus. Das sieht schon wieder zu sehr danach aus. Finde ich auch nicht schlecht, aber erinnert irgendwie so ein bisschen. Obwohl... Nö. Das finde ich eigentlich auch ganz süß. Das finde ich sogar fast noch schöner, aber mit den Sternen halt nicht, weil diese Sterne erinnern halt irgendwie mehr an Schlafanzug. Aber so an sich, in dieser Farbe hier, so schwarz-weiß, finde ich das auch sehr schön. Das ist halt wieder so voll übertrieben, ne? Das sieht so Harry Potter-mäßig aus. Das kann man auch nicht machen. Das ist ein Lumpen. Das ist auch ein Lumpen. Was das soll, weiß auch keiner. Das ist ein bisschen too much. Also ich glaube, ich würde das nehmen fast schon, weil mir das schon fast am besten gefällt. Ich gucke mal aber gerade nochmal die Farben. Ich glaube, schwarz-weiß, oder? Blau? Wäre das denn so ein dunkelblau, wäre es auch cool. Aber ich glaube, dann nehme ich lieber schwarz-weiß. So, jetzt gucken wir mal bei Accessoires, was es da noch so gibt. Du. Oh, das wollte ich gar nicht. Reich der Magie. So. Nee. Nee, das sieht man eh nicht. Das ist irgendwie too much. Warum man das jetzt nicht sieht, weiß ich nicht. Gut, okay, bei Accessoires gibt es nicht wirklich was. Schuhe. Dass man es halt immer wieder anklicken muss. Auch irgendwie so eine richtige Belastung. Oh, das sind alles so extreme Schuhe. Also die würd ich, da würde ich gar keins von beiden nehmen, glaube ich. Da würde ich tatsächlich ganz normale Schuhe nehmen. Da mache ich mal im Reich der Magie weg. Machen wir solche hier. Ich würde, glaube ich, aber schon sowas nehmen, oder? Oder sowas. Oder ist das schon too much? Schwierig. Könnte schon too much sein. Oh, die sind mäschig. Wie vielleicht? Zieht man da überhaupt solche Schuhe drauf an? Das ist halt die Frage. Ich guck mal bei Stiefeln. Diese hier zum Beispiel. Die wären doch was. Die nicht. Sowas würde gehen. Nee. Würde auch gehen, aber irgendwie... Ich will das Wort nicht aussprechen, aber irgendwie, ihr wisst schon. Ihr wisst, was ich meine. Die gehen eigentlich, oder? Ach, ich weiß es nicht. Ich bin schon wieder so unentschlossen. Die würden auch gehen, aber es ist irgendwie so ein bisschen... Es hat so einen Beigeschmack, ne? Die sind auch süß. Die vielleicht in schwarz. Wenn wir die einfach in schwarz nehmen, die finde ich süß, glaube ich. Ich nehme die einfach. Ich nehme die einfach jetzt. Ich weiß nicht, ob das gut ist, aber ich nehme sie jetzt einfach. Ich gucke nochmal bei Packs hier, bei Hosen. Nee, da gibt es so diese Röcke und sowas. Das wollen wir nicht. Vorgefertigte Looks gibt es mit Sicherheit auch. Da mache ich auch mal eben das Pack rein. Okay, da gibt es das und... Nee, das wäre wieder too much. Aber das...
Ja. Finde ich nicht verkehrt, aber irgendwie passt es zu ihr nicht. Aber wir können ja auf jeden Fall ein dunkleres Make-up geben. Das auf jeden Fall. Ich guck mal bei Hüten, da wird... Juhu! Da ist sie! Die coole Tüte! Wie cool ist die Tüte, bitte? Ich liebe diese Tüte. So, warte mal. Und sie so, und dann hört sich das noch so an, als ob sie unter dieser Tüte drunter wäre. Okay, bei Reich der Magie gibt es anscheinend keine Hüte. Das ist krass. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Kann ich mal die Tüte auf dem Gesicht nehmen? Dankeschön. So, hier haben wir noch Sims-Ohrringe. Die finde ich ganz süß. Aber ich würde, glaube ich, die hier nehmen mit Mond und Sterne. Das passt irgendwie ganz gut. So, und jetzt machen wir das Make-up. Das muss auf jeden Fall dunkler sein. Hier hat sie ja schon ziemlich dunkel. Das wäre mir jetzt auch wieder zu viel. Das auch. Obwohl das auch süß ist, ne? Ich glaube, ich nehme die Wimpern. Und dann nehme ich aber andere Lippen. Das ist alles zu lieb, ne? Es muss eigentlich jetzt ein dunkler Lippenstift her. Den finde ich zu heftig. Den auch. Den auch. Lieber so ein dunkelroter, sowas hier. Sowas ist schon ganz süß eigentlich, ne? Ist natürlich sehr dunkel, aber irgendwie passt das ja auch zu einer Hexe. Ich glaube, ich nehme das jetzt einfach so. Wangen. Mach ich Mac? Ich mache einfach Mac. Man sieht einfach nichts davon, aber ich mache es jetzt einfach. So. Finde ich schon süß. Also ich sag mal so, es ist so ein Hexenoutfit, was man anziehen kann. Was aber nicht so direkt so auffällig ist. Also sie kann halt so noch draußen rumrennen, ohne dass alle direkt denken, die ist bestimmt eine Hexe. Also würde ich schon sagen. Finde ich schon cool. Finde ich schon cool. Also ich glaube, das passt so. Das machen wir auch so. Nehmen wir einfach so. Und dann würde ich sagen, machen wir uns fit. Und dann gehen wir nochmal ins Reich der Magie. Und üben da nochmal ein bisschen. Lernen da auch mal ein paar andere Leute kennen. Vielleicht können wir über die auch nochmal andere Zauber kennenlernen. Und lernen dann schneller. Weil ich würde gerne diese Funktionalitäten, Zauber, alle lernen. Also, dass wir da auf Level 9 irgendwie kommen. Und dann nach und nach die anderen Sachen. Also, diese schelmischen Sachen und sowas. Können wir dann auf jeden Fall auch lernen. Ist bestimmt ganz witzig. Aber zuallererst möchte ich gerne funktional sein. Weil Funktionalität ist das A und O, Freunde. Das ist das A und O im Leben. Solltet ihr euch alle merken. Meine Haare hängen mir ständig im Gesicht. Es wird Zeit für einen Kurzhaarschnitt. Bob. So, oder so wie er. So, ich glaube, wir sind schon fast einigermaßen fit. Ich würde jetzt aber nochmal eben schlafen gehen, auf jeden Fall. So, ich möchte mich jetzt natürlich auch nicht nur noch mit ihr beschäftigen. Zwar viel jetzt gerade, weil es jetzt gerade sehr spannend ist. Aber ich muss natürlich auch noch ein bisschen mich um die anderen kümmern. Ich gehe jetzt mal eben schlafen. Oh, das Haus, das muss so unglaublich viel laden. Ich muss, glaube ich, mal ein bisschen Sims allgemein aufräumen. Verwenden, dann gehen wir duschen. Wenn wir das alles gemacht haben, dann essen wir uns noch einen Joghurt. Und dann können wir losgehen eigentlich. Schnelle Mahlzeit, Joghurt. Merrick ist auch wach. Obwohl der eigentlich weiterschlafen könnte. Dann geht er auch noch mal eben duschen. Dann kann der weiter pennen. Ich verstehe gar nicht, warum der überhaupt wach geworden ist. Schlafen. Was macht der Rest vom Schützenfest? Ja klar, sie machen wieder Party hier. Es läuft. Mom, ey. So, deine Leistung ist total unokay, ne? Das weißt du schon auf der Arbeit. Könntest ruhig mal ein bisschen mehr Gas geben, aber das kannst du hier mal wegwerfen. Dann würde ich sagen, schicken wir alle ins Bett, oder? Ist ja auch eigentlich die Zeit, es ist 0 Uhr. Ich verstehe gar nicht, warum die überhaupt alle wach sind. So, machen wir mal hier. Schlafen und schlafen. So, die ist noch arbeiten, müsste jetzt aber gleich auch wiederkommen. Dann kann die auch schlafen. Schlafen. Kann nicht schlafen. Mason kann nur in Särgen schlafen. Mason ist natürlich wieder ganz spezi. Der will nur im Sarg schlafen. Kann aber auch gerne machen. So. Der, ich schwöre es, Freunde, also Freunde wirklich, der Mason, der ist nur am Sporten den ganzen Tag. Sport, Sport, Sport. Sport ist einfach sein Hobby. Wie er sich zur Ruhe legt, dann das Ding, das ist auch einfach geil. So, du gehst jetzt auch schlafen. Das finde ich schön. Du kannst dich auch gleich mal umstellen. Du siehst furchtbar aus, wenn du den ganzen Tag in deinem Vampir-Look rumläufst. Das mag ich nicht. Die ist so hübsch, weißt du? Und dann sieht die immer so aus. Merrick kommt jetzt auch. Der war gerade noch schnell duschen um 0 Uhr. Und gönnt sich jetzt auch einen Schlaf in seinem geilen Bett. Das ist echt mega cool. Geh mal rein. Alle warten gespannt auf Merrick.
Guck mal, er ist ausgezeichnet in der Schule. Das, obwohl ich nichts getan habe. Ich habe einfach, das ist wahrscheinlich die beste Lösung. Wenn ich einfach nichts tue, dann sind die Sims besser, als wenn ich ihnen helfe. So, gute Nacht. Dieses Bett ist einfach legendär. Ich hätte es auch gern. Es ist bestimmt auch total merkwürdig. Stellt euch mal vor, ihr liegt im Bett in so einer Kapsel schon alleine. Dann wird da ja anscheinend irgendwas abgespielt da drin, weil man kann ja auch nicht mehr reingucken. Und man schwebt so. Man bewegt sich die ganze Zeit so. Ich weiß gar nicht, vielleicht wird einem ja auch schlecht da drin. Das wäre ja schlimm. So, jetzt machen wir mal eben auch schnell. Und dann hoffe ich, dass du hier gleich auch wach wirst. Sie kichert sich voll einen ab. So. Das müsste eigentlich jetzt reichen an Schlaf, oder? Oh, die Zeit geht auch manchmal nicht schnell. Kennt ihr das? Obwohl eigentlich alle schlafen, geht die Zeit hier irgendwie nicht schnell. Das ist total komisch manchmal. Ich verstehe gar nicht so richtig, woran das liegt. Weil ob ich sie jetzt so laufen lasse oder so laufen lasse, es ändert sich einfach nichts. Nur so ganz minimal. Aber wie süß die hier alle liegen, guck mal. Oh, die beiden. Schon so alt. Das ist so unfassbar, wie alt sie einfach sind. Jetzt sind sie aber auch beide gleichzeitig fit hin, ne? Bei denen läuft. Die haben sich richtig abgestimmt aufeinander. So, dann ich wechsle sie jetzt und dann mache ich schon mal alles und mache sie schon mal fertig, weil ich möchte natürlich heute auch noch was erreichen im Leben. Deswegen go, go, Gadgetto. Los! Also irgendwie buggt dieser Spielstand ein bisschen. Also ich meine, er war ja noch nie ganz normal, der von der Girls AG. Aber in letzter Zeit ist er doch schon recht laggy und buggy. Ich muss das mal irgendwie... Ökologischer Fußabdruck, industriell. Warum? Das ist doch Holz. Ist doch Natur. Verstehe ich jetzt nicht an der Stelle. Was macht sie da denn jetzt? Guck mal, sie steht stundenlang. Sie vertrödelt so viel Zeit, indem sie einfach da rumsteht und gar nichts macht. Und dass hier oben dieses auf dem Klo dieses Bild hängt, dieses wunderschöne, verstehe ich auch noch nicht so ganz. Aber gut, wir sind jetzt gleich soweit. Wir haben es gleich geschafft. Dann hat sie alles erledigt, was sie machen sollte. Und dann können wir endlich los ins Reich der Magie. Ich hoffe, da ist es dann nicht so laggy. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, es liegt am Haus. Das ist ja doch recht voll auf dem Grundstück. Dominik hat einen Karton Orangensorbet hergestellt. Das finde ich super. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil, wenn man mit so vielen Leuten in einem Haus lebt. Es macht immer irgendjemand was zu essen. Oder hat gerade was zu essen. Das ist einfach super. Man kann sich das natürlich immer schön einteilen. So, dann essen nochmal. Nicht mit dem Hund spielen. Du sollst essen. Essen! Hau dir den Joghurt rein, Mensch. Wir haben doch keine Zeit. Freunde, das wird so nichts. Wir gehen jetzt. Wir gehen jetzt einfach. Sonst kriege ich hier noch Krise. So. Glimmerbrook. Dann gehen wir da mal hin. Und ab durchs Portal. Und dann bin ich mal gespannt, was wir heute lernen werden. Ob wir überhaupt was lernen werden. Oder ob wir einfach auf dem Stand bleiben, auf dem wir gerade uns befinden. Aber wir werden es jetzt gleich erleben. Und dann hoffe ich, dass es jetzt bald mal was wird. Aber wir können jetzt auf jeden Fall schon mal unser neues Outfit anziehen. Das ist schon mal ein Vorteil. So, bevor wir nämlich da reinrennen, machen wir das nämlich als erstes. Zack. Mega cool. So, dann würde ich sagen, ab durch die Hecke, beziehungsweise durchs Portal ins Reich der Magie. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt so von alleine auch ins Reich der Magie können, aber ich glaube, wir brauchen auch erstmal einen Besen oder sowas. Portal betreten. Weil so ist es natürlich immer Ewigkeiten, bis man überhaupt mal dort ankommt. Wäre natürlich viel einfacher, wenn man von zu Hause aus auch direkt ins Reich der Magie könnte, ohne so ein Portal. Also, wenn man so eine Art Ersatzportal hätte, wie zum Beispiel so ein Besen oder sowas, dass ich halt mit dem Besen ins Portal komme. Keine Ahnung, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Vielleicht habt ihr das vielleicht ein bisschen mehr gespielt und könnt mir in die Kommentare schreiben und helfen, falls ihr was wisst. Dann schreibt das gerne. So, ich würde sagen, da! Ist ein Scherz, oder? Warum hat der einen Besen? Ich möchte auch einen Besen. Wo kann ich das erwerben? Duellgänge besuchen? Zaubererallee? Das hört sich schon mal sehr gut an. Ich glaube, da will ich hin. Gärten besuchen. Ich würde sagen Zaubererallee, weil ich gehe mal davon aus, dass wir da Dinge erwerben können. Wie zum Beispiel auch ein Begleiter. Oh. Was ist denn für ein mystischer Boy hier? Wer ist es? Bruno Breuer. Bruno Breuer. Sollten wir uns vielleicht merken, den Namen. Also ich würde es auf jeden Fall cool finden, wenn sie jetzt auch einen Magier als Freund quasi findet. Und
wir dann auch so da leben könnten und dann so eine richtige magische Familie werden. Das wäre auch cool, ne? Magische Familie wäre auch sehr cool. Aber ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht habt ihr ja eine gute Idee. So, hier können wir Dinge erwerben. Genau, so war es nämlich. Zauberstäbe, Foliante und Begleiter kaufen. Das ist das, was ich brauche. Hallo. Auf in die Winkelgasse. Antiker Holzstab. Den würde ich schon mal gerne kaufen. Begleiter Orb der Zauberpuppe. Dieser Begleiter ist zwar eher mysteriös und still, aber du wirst dich selbst dabei erwischen, wie du ihm aussiehst. Er wirke dein Voodoo-Zauber. Glühfrosch. Phönix. Das ist natürlich teuer, aber ich finde Phönix cool. Foliant Inferno. Foliant. Wir kaufen alles, weil wir haben unendlich viel Geld. Knochenstab natürlich, ja, Zauberstab. Was haben wir hier mit so einem antiken Holzstab? Ich finde den Holzstab eigentlich ganz cool. Irgendwie hat der was, weil der so ein bisschen wirklich aussieht wie der von Harry Potter. Wir nehmen einfach erstmal das. So. Müssten wir jetzt eigentlich im Inventar haben. Glimmerstern zerstören? Nee. Da. Begleiter an sich binden. Gluterus. Nee, das hört sich irgendwie falsch an. Ich nenne ihn einfach Phönix. Ich bin total kreativ heute wieder. Vielen Dank für deinen Einkauf. Danke, danke auch für die tollen Dinge, die du mir gegeben hast. Und jetzt haben wir einen Begleiter, sehe ich das richtig? Kann ich mal hier hingehen? Komm mal hier hin. Komm. Da ist Bruno Brinsen wieder. Bruno Breuer. So. Magie, Begleiter, Begleiter heraufbeschwören. Es ist so cool. Es ist einfach so cool. Warum haben wir so wenig gespielt? Warum? Guck mal bitte, wie cool das einfach alles hier aussieht schon alleine. Das ist echt krass. Wir haben einfach so einen Phönix. Guck mal, der Bruno legt es drauf an, ne? Der Bruno will uns kennenlernen. Bruno, du bist ja ein ganz schön wilder, das ist ein ganz schön mysteriöser Kerl, ne? Deswegen ist er auch so interessant. Ja, ich glaube, Bruno will es wissen. Also Bruno sollten wir uns auf jeden Fall merken. Wir sind ja noch Teenager, wir können ja noch nicht wirklich viel mit anderen machen, aber das können wir ja bald ändern. Ich gehe mir jetzt auf jeden Fall hier noch einen Besen kaufen, weil ich einen Besen haben will. Ich will einfach den Besen besitzen, weil ich bin fähiger und brauche einen Besen. Klassischer Holzbesen, magischer Mob. Finde ich super. Ich nehme aber den klassischen Holzbesen. Ein magischer Mob ist da schon fast peinlich. So. Den würde ich jetzt aber auch mal eben ausprobieren. Wir brauchen natürlich Dinge für, oh, ich muss in die Schule! Ich muss in die Schule. Egal, ich kann gerade nicht in die Schule. Ich bin quasi gerade in der Schule. Ich bin in Hogwarts. So, Magie, Trank trinken, Blitzeblank, Magie üben. Ich mache mal Blitzeblank, damit ich wieder sauber bin. Immer Besen verwenden. Okay. Und wenn ich jetzt hier hinfliege, fliegt sie dann? Nö, dann läuft sie einfach. Knallhart ist sie da. Ja, liebe Freunde, wir sind auf jeden Fall am Ende dieser Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann zeigt mir das gerne mit einem Daumen nach oben. Das würde mich auf jeden Fall, ich gucke dahin, obwohl da die Kamera ist, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und wenn ihr mehr von dieser Zaubereikiste hier sehen wollt und wie es hier weitergeht mit ihr, dann schreibt das gerne mal unten in die Kommentare und gebt der Folge einen Daumen nach oben und zeigt mir das. Dann gibt es auch demnächst wieder mehr Götze-G. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Ich habe zumindest schon mal 2 Folgen geschafft. Freunde, ich bin so glücklich. Ich bin ja total zuverlässig, was im Moment Videos angeht. Nicht. Und hoffe, dass ich das wieder ändern kann. Ich bin wieder dabei. Ich brauchte mal eine kleine Auszeit, aber jetzt bin ich eigentlich wieder voll da. Jetzt muss ich nur ein bisschen die Motivation finden, wieder voll einzusteigen. Also würde ich mich auf jeden Fall sehr über eure Kommentare freuen. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag und ich sage bis demnächst. Hau rein. Tschüss.